Simon fragt Pete Smeet: Könntet ihr euch vorstellen, euch in naher Zukunft ein Elektroauto zu kaufen? Könnte ich mir vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen? Ja. In naher Zukunft? Nein. Zum einen habe ich mir halt gerade erst ein neues Auto gekauft und das werde ich jetzt mindestens erstmal 2 Jahre fahren. Vielleicht auch ein bisschen länger, bis es abgezahlt ist. Mal gucken. Auch so, wie es so läuft und wie es mit den Elektroautos weitergeht, weil ich finde, Elektroautos sind immer noch in den Kinderschuhen. Und ich finde auch, solange Elektroautos auch nicht wirklich ökologisch besser produziert sind, das heißt, dass sie von der Produktionsemission besser sind oder genauso gut sind wie Benzinautos, so lange finde ich das eigentlich auch noch nicht so geil, weil im Endeffekt ein Elektroauto ist zwar umweltschonend, aber zum einen ist der Strom größtenteils halt nicht Ökostrom. Das heißt, es ist immer noch Kohle dahinter oder irgendein anderer Scheiß. Weil halt Kohle die größte Quelle aktuell noch ist, glaube ich. Oder auf jeden Fall war. Und das ist auch noch nicht so durch. Finde ich scheiße. Und vor allem, die Produktion von Elektroautos ist super, super, super umweltschädlich. Also im Vergleich zu einem normalen Auto ist sie halt deutlich umweltschädlicher, weil andere Materialien drin verbaut sind. Von der Elektronik und allem, da ist halt mehr, da wird mehr Emissionen bei der Produktion entsteht dort. Und das müssen sie einfach mal noch ein bisschen runterfahren. Das braucht auch Entwicklung. Also auch neue Technologien müssen erstmal weiterentwickelt werden von der Produktion. Und das ist ganz natürlich und normal, aber solange da noch nicht mehr kommt und ich sage, yo, jetzt lübt das auch und jetzt ist das auch cool, so lange bleibe ich dann noch außen vor. Haben wir gerade auch erst ein richtig geiles Auto gekauft, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Was auch gar nicht so viel verbraucht und gar nicht so viel umweltschädlichen Scheiß macht, zum Glück. Aber Elektroauto ist halt die Zukunft. Ist halt das, was auf lange Sicht gesehen eindeutig da sein sollte. Also ich bin null Verfechter von Ottomotoren oder Benzinmotoren oder vor allem Diesel. Nachdem da so viel Schmuh betrieben wurde, ist nicht so geil. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie das in den Griff bekommen haben, was sie ja vorgetäuscht haben, aber leider nie geschafft haben. Aber zumindest wird es da ja besser. Aber Diesel ist halt mittlerweile, haben viele Städte, zum Beispiel auch Düsseldorf, sehr, sehr viel Probleme mit Dieselverkehr, weil da einfach die Belastung mittlerweile viel zu hoch ist, weil es viel zu viele Autos gibt. Und davon dann halt auch noch viele Dieselfahrzeuge, weil die halt insgesamt günstiger im Unterhalt sind vom Sprit her. Naja, auf Kosten der Umwelt, und ich hoffe, es reguliert sich alles und wir fahren irgendwann in 10 Jahren nur noch mit Elektroautos. Wäre natürlich geil. Auf mittelfristige Sicht ja, steige ich um, auf kurzfristige Sicht nein. Das war ja tatsächlich mein ursprünglicher Plan, ja. Ich habe mir ja letztes Jahr einen BMW 3er GT geholt, ja, und damals noch Diesel. Da war dieser ganze Dieselskandal noch gar nicht da. Sehr ärgerlich alles gewesen, aber nichtsdestotrotz, bei BMW scheint ja zumindest toi 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 niemand irgendwelche Fake-Scheiße gemacht zu haben, so wie ich das mitbekommen habe. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch noch länger mit meinem Wagen in Städte fahren kann, ja. Der Plan war nämlich ursprünglich gewesen, den Wagen lange Zeit zu fahren jetzt, den ich habe, und dann später, ja, im Jahre 2000, keine Ahnung, 2028, so um den Dreh herum, 27, dann auf einen Elektrowagen zu switchen. Denn ich denke, dass dann soweit, die, ich sag mal, Technik vorangeschritten ist und vor allem auch die Tankstellenpolitik da abgeändert wurde, dass das dann möglich ist für uns alle. Weil da gibt's halt, das ist halt das größte Problem, ja. Das Problem ist nicht unbedingt der Elektrowagen selber, weil das finde ich eigentlich eine coole Sache. Das Problem ist halt, dass man den nur irgendwie zu Hause aufladen kann.
Und naja, man ist ja vielleicht doch mal unterwegs. Und die Ladezeit, die Länge des Akkus muss irgendwie da länger sein. Also wie gesagt, Technik, Fortschritt, gerne. Dann stelle ich mir durchaus vor, einen Wagen zu fahren, der Elektroantrieb hat. Da ich in naher Zukunft mit dem Gedanken gespielt habe, mir kein neues Auto zu holen, weil mein altes noch tadellos fährt, bisher nein. Sofern es dazu kommen sollte, ich ein neues Auto brauche, klar, ich meine, Elektroautos werden höchstwahrscheinlich die nahe Zukunft auch schon dominieren, die ferne Zukunft so oder so. Mal gucken, was da noch kommt. Könnte ich mir vorstellen, ja. Ich habe auch mal danach geguckt, was ein größeres Elektroauto mit entsprechender Reichweite kosten würde. Ja, das war preislich nicht ganz in meiner Range. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn man sich irgendwie überlegt, gerade bei Elektroautos, die Leistung ist ja sofort da. Also die Beschleunigung ist dementsprechend eigentlich ganz gut. Müsste halt geräumig sein, ja, weil irgendwie der GT, den 3er GT, den ich habe, der ist nicht gerade klein. Hat auch einen recht großen Kofferraum und dementsprechend müsste da ein bisschen Platz sein. Aber kann ich mir vorstellen, ja. Wenn die Reichweite stimmt und das Ding nicht allzu teuer ist, warum nicht? Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also warum nicht? Ich könnte es mir noch nicht jetzt vorstellen. Ich habe zu viel Spaß an meinem Verbrennungsmotor aktuell noch, aber klar, kann ich mir sehr gut vorstellen.